So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Company Reviewers Podcast mit eurem Lieblingsschwaben, meiner Wenigkeit nämlich Ponzer Elite, dem Terrorschwaben. Ja, so, und zwar sind wir ja auf, was sind wir eigentlich? Angoville, dieses richtige See. Genau. Und es spielt Maximus irgendwas als Brite gegen Nogano vom Ruka-Clan, also Russian, Ukraine, irgendwas Clan. Ne? So, als PE, genau, im Norden. So, würde ich sagen, wir hauen mal bei der PE rein und gucken uns das Ganze an, was die zwei Jungs hier treiben. Sind ja, glaube ich, zwei Top-Player. Wenn wer gegen Nogano spielt, muss schon ganz oben mitspielen. Ich weiß es nicht ganz genau. Sehr schön kyrillische Schrift. Die zwei verstehen sich also. Und ja, wenn wir mal einfach mal reingucken, was hier so passiert. Ja genau, wer gegen Nogano spielt, schon ziemlich weit oben. So, der PEler, ja, will hier den Munitionspunkt capen, dann den Fuel, denke ich mal. Ich auch hier den Punkt, den Verbindungspunkt geholt. Setzt sich hier auf die Munition. So wie es aussieht, capt also zuerst die Munition, da kommt der Brenn. Baut er seinen Truck ab. Ich denke einfach mal ganz frech, dass der, wenn er sich hier auf die Munition setzt, Infanterie spielen will mehr. Macht er so der Brite ein bisschen, wenn er sich auf den Fuel setzt, will er hochtanken schnell. Wenn er auf die Munition, dann will er mehr Infanterie spielen für die Upgrades. So der Brenn wird es hier das Kettengrad schon schön nerven. Eigentlich eine ganz schöne Aktion wie der Jeep der Amis, noch ein bisschen nerviger. Ist so die Waffe, sage ich mal, wogegen man am Anfang mal generell gar nichts hat. Ja? Wo man echt mal das Ding, das kann einen trollen. Ohnesgleichen, absolut nervig. Und bis man das Teil countern kann, ja, bis der PEler das Teil countern kann, oder als Wehrmachtler auch schon, das dauert Ewigkeiten. Da ist nichts im T1 da, beim Wehrmachen, was das Ding countern kann. Ne? Okay, der Truck dann schon hoch. Da wird er trotzdem unter Feuer weiter und macht hier und schießt sogar noch einen Mann raus. Da muss ich mir überlegen, der Trupp, der. Schießt ja einfach noch einen Mann raus, während er kippt, ne? Das ist halt schon und nimmt weniger Schaden wie der Gren, der da mit G43 reinballert. Ja? Hier im Haus jetzt, ja gut, okay. Wir gucken uns das gerade mal an hier. Ne? Und 16, er kriegt ja die Ressourcen, ne? Das ist ja eigentlich schon. Sorry, der Hund macht hier rum. Das ist ja brutal. Hey, das hat sich den Sack aufgeblasen und vorwärts geht's. So, also der Brenn, ja, der muss ja nicht mal connecten. Das ist ja das, schon die Dreistigkeit schlechthin eigentlich. Den kann man nicht mal cutten hier, ne? Also das ist schon. So, aber wir gucken einfach mal dem PEler zu, was der hier draus macht. Aus der, ja, ein bisschen schlechteren Map Control, würde ich mal sagen. Da ist Map Control schlechter. Eigentlich ist es noch 1 zu 1. Beide haben ihren Fuel, beide haben ihren Munitionspunkt. Natürlich hat der Brite einen OP. Ne? Juckt im Haus drinne, schon brennt im Brennen, sozusagen, oder? Da dürfte eigentlich auch der andere sein. Da würde das den Cut-Off gehen, ne? Kann er einfach machen. Muss mal der PLA gucken, was er da macht, vor allem. Hier ist jetzt wieder ein Britentrupp, der schon angeschlagen ist. Drei Grenzen zusammen. Hier kann er dann jetzt, schön und gut, einfach hier ein bisschen Zeit schinden, bis der PEler da ist. Es kümmert ihn auch gerade überhaupt noch nicht. Was geht er hier rein? Ich weiß nicht, was er da mit dem Grender will. Ah, vielleicht die retreatenden Einheiten killen. Ah ja, sehr schön. Gerade mal so doof. Wenn er natürlich hier ums Haupt, wenn er sich hier stellt, passiert da eigentlich überhaupt nichts. Geht es hier schon auf Max Range. Könnte sich aber jetzt trotzdem den Trupp da holen. Da kommt der Brenn natürlich wieder, da geht es wirklich hin und her, wobei der PE das keine Ressourcen mehr reinkriegt. Hier wird auch retreated. Im Moment würde ich sagen, bessere Position für den Briten, wobei hier muss er jetzt aufpassen. Da kann er einfach ein bisschen rumrennen, ein bisschen trollen. Auch hier muss das Ding wieder aufpassen. Ne? Und somit war es das eigentlich schon. Das Kettengrad wird das wahrscheinlich auch nämlich schon drauf gehen. Ja, ich denke, aus der Nummer kommt er da schnell nicht mehr raus. Er fährt einfach hinterher und. Was macht er denn da? Müsstest du den Vierlingsflak fahren oder halt hier zum Reparieren? Eher zu den Vierlingsflak. Hier ein bisschen aushalten. Jetzt auch Brandgranaten schon getaggt. Also wir sehen einen T1. Nee, oder? Das kann man im Hauptquartier machen. Stimmt, die Panzerabwehrgranaten.
kann man im T1, im T1 machen. Entschuldigung, mein Fehler. So, auch müsst ihr hier mal ein bisschen kämpfen jetzt damit. Da hocken jetzt drei Einheiten hier im Haus. Ich weiß nicht so ganz, wie kriegt er auf die Nuss? Müsst es auch den Leutnant hier fokussen, ein bisschen. Der ist natürlich jetzt schön, bleibt noch schön im Hintergrund ein bisschen. Ja, da muss er da rausgehen. Und es gibt hier einen Flügelkill. Schön die Brandgranate, aber sieht's, läuft raus. Da bombst du sich da nicht zurück. Was macht er denn da? Retreat-Bug? Man weiß es nicht. Und da ist der Full-Unit-Kill da. Richtig, bitte. Jetzt zieht er sich zurück. Weiß, was er da gemacht hat. Wo er da war mit seinem Micro, vielleicht hier bei den Typen, was er da rausgeht. Ich habe auch nicht so ganz einen Plan, was da passiert. Ich meine, wobei wir sagen müssen, der Brite kann sich jetzt hier mit dem Trupp auch nicht zurückziehen. Das ist schon mal ganz klar. Ne? So, jetzt muss er hier. Ich hätte mich schon ein bisschen hier wieder am Cappen gewesen. Jetzt kommt das T2. So, da wird es der Cap verhindert. Wir haben auch schon das Heal. Ist auch ganz wichtig bei den Einheiten hier. Die sind schon so angeschlagen. Die können da nicht mehr wirklich viel kämpfen. Und ja, der Brite Cap jetzt hier ist eigentlich ganz okay. Und der Deutsche hat noch nicht wirklich so ein probates Mittel gefunden. Sucht meiner Meinung nach die schlechteren Kämpfe sich aus. Und der Brite, ja, macht es mit dem Brennen ganz schön. Rest hier, verhindert hier den Cap, dass der PLA halt mal null Ressourcen bekommt. Also wirklich keine Ressourcen. Er kriegt hier fünf Treibstoffe, sind die vom Basissektor, ne? Damit kann er halt sich einen Keks backen. Ich weiß nicht, was er hier, was das hier soll. Und da kommt schon der nächste Truck. Ja, kann die langsam mal wieder sich ein bisschen die einfach hier cappen. Er hat ja Zeit, ne? Eine Deutsche kann halt echt nichts bauen. Ich glaube, ein Mörser kostet 15. Oder, ne, 25 sogar. 25 Fuel, glaube ich. Und ich verstehe halt diesen Kampf hier nicht, warum hier zwei Grenz hat. Verstehe ich echt nicht. So, wird hier unten gecappt und sofort fährt der Brenn wieder da runter. Ne? Und wird hier sogar den Cap, sogar noch, ja, wobei, er muss aufpassen, das Ding ist schon angeschlagen. Da können das ganz enge Kiste werden, ne? Da fährt er schon wieder weg, hat er schon gesehen, der hat durchs Haus gesehen, dass er da kommt. Wird einfach wieder weg. Und das ist das ganze Ding im Nichts verpuffen, sage ich mal. Ja, der Brite kriegt halt hier fett Ressourcen. Wir gucken gerade mal rüber. Der Deutsche bekommt nichts, ne? Außer Manpower. Und der Brite hat 37 und 26 Fuel. Das ist halt schon, ja, der tritt halt einfach hoch. Da kommen schon Piats, ne? Oder halt zwei Truppen. Zweimal Pioniere. Ja, der Deutsche muss erstmal wieder cappen. Der hat nur Manpower. Und er kommt auch nochmal ein Grat. Okay. Einfach mal zum Cappen wieder ein bisschen, weil er hat einfach keine Capping Power. So, wobei man jetzt hier aufpassen muss, wenn er sich jetzt hier zurückzieht, gibt's hier auch wieder Ärger, ne? Aber ist halt auch so eine Sache, ne? Jetzt will er hier ein bisschen pushen. Da kommt auch schon der Brenn wieder. Da pusht er hier jetzt schön. Da kommt die Brandgranate, aber muss er da. Oh, er hat sich selber einen Motorschaden verpasst mit der Brandgranate. Das heißt, das Grat hat's auch hinter sich. Das Grat hat es hinter sich schon. Da macht er jetzt Focus Fire auf den. Oh, auf die Infanterieeinheit. Wo ist denn hier? Da fehlt doch so eine Einheit. Also da braucht echt noch ein bisschen mehr Kampfkraft. So, da wird das mitlaufen. Läuft mit nochmal einen Motorschaden. Nochmal einen Motorschaden. Und da hat es gerade auch hinter sich. Hat er sich selber ein Ei gelegt. Und da muss er auch aufpassen, wenn der Brenner reinknüppelt. So, jetzt sind wir gespannt. Ist hier sich da zurück? Aber er zieht sich zum Leutnant zurück, der wahrscheinlich hier irgendwo rumsteht wird. Ne, steht da nicht rum. Ah ja, der hat den Truck abgebaut. Sehr schöner Move. Zieht sich dann hier zu dem aufgebauten Truck zurück. Also sehr schöner Move hier von Maximus. Keine schlechte Idee. Und somit ist ein Deutschen hier einfach sitzen. Baut den Truck nur oben auf den Fuel. Läuft eigentlich soweit, ne? Und jetzt, was er hier wieder gesagt, wie du macht, hab ich keinen Plan. Ja, es kommt Schreck-Upgrade. Ja, dazu bräuchte man aber Munition, die er im Moment überhaupt nicht hat. Er könnte mal eine Schreck ausbilden, ne? Aber er könnte Schrecktruppen bauen mit seinen 700 Manpower, die er hat. Ich glaube, ein Trupp kostet 360, also zwei Truppen kann er auf jeden Fall rausknüppeln. Ne? So, und der Brite bringt da ein bisschen Kampfkraft aufs Feld. Aber hat auch irgendwie Probleme, komischerweise, ne? Man muss sich das mal überlegen. Also ein ganz, ganz ungewöhnliches Spiel hier. Ein ganz, ganz ungewöhnliches Spiel.
So, jetzt sehen wir auch die Reparaturfähigkeit. Das heißt also, wir sehen die Panzerabwehrdoktrin. Hat er einfach Angst vor einem, sieht man auch hier sehr schön. Das kann er auch reparieren. Ah, die haben auch kein Upgrade. So, es kommen hier gleich mal zwei Schrecktruppen raus. Hat er einfach Angst vor ein bisschen Panzern, einfach weil der Brite da schon relativ weit gedeckt ha haben müsste eigentlich. Man muss aufpassen, wenn da ein bisschen Zeit schinden, wird wahrscheinlich jetzt den Truck abreißen, den Truck hier mal einen Besuch abstatten. Er weiß ja, wo er steht, er hat ihn ja gesehen, weil er nicht hingefahren hat. Dann sieht man sehr schön, zwei Truppen sind schon da, den tut er reinforcen schon. Heilen, und dann geht's da nach oben, ne? Hier kappt er, wenn es der Brenner rüberkommt, da wird er sich gleich schön einmal husten. Ich hätte den vielleicht noch nicht ganz so gezeigt. Ah, da sieht man mal, wie viel Schaden er macht mit einer einzigen Schreck, ja? Brutal. So, jetzt zieht er sich zurück. Da muss er jetzt hier den Truck mit allem verteidigen. Der Deutsche muss jetzt hier rausgehen und auch noch hier mitkämpfen. Mit allem, was er hat, da kämpfen und versuchen, den Truck zu vernichten. Und da hat es der Brenner, muss aufpassen, was der aushält, was der aushält. Da nimmt der Truck mehr Schaden wie der. Oh, schöne Brandgranate hier. Schöne Brandgranate. Muss er aufpassen. Wird hier ordentlich zusammengeschossen. Der Brenner ist schon mal weg. Müsste vielleicht auch den Leutnant, den Captain hier fokussen. Ne? Einfach jetzt fokussen. Alles Feuer drauf. Hier auf die Infanterie. Ah, da kommt schon der Steward. Jetzt muss er sich aufteilen, hier aufsplitten. Das sind ja drei Trupps. Das ist ein Gefundtreffen für den Schrotschuss. Ich hab den da schon aber rausgezwirbelt. Ne? Aber auch der Brite muss aufpassen hier. Den Trupp noch ranbringen hier, auf jeden Fall. Jawohl, macht er jetzt auch. Ne? Für den Briten heißt das Fokusfeuer auf die Schrecktruppen. Können da schon für eventuell zu spät sein. Ich würde mich hier ganz arg verteilen wegen dem Schrotschuss. Oh, da ist zurück. Auf jeden Fall zurück. Nicht den Full Unit Kill kassieren. Macht auch schöne Brandgranaten hier nochmal auf die Truppen, die hier stehen. Er fährt es hinterher. Und da ist der Truck auch schon weg. Sehr schön gemacht, da kann er sich jetzt schon zurückziehen. Also hier doch schwere Verluste für die britische Armee. Und für den Deutschen hat es sich jetzt schon gelohnt, ne? Ist es schon schön aufgegangen. Hier kappt er jetzt weiter fleißig, hat schon auch. Hat der Brite Draht gezogen, okay. So. Brenn weg. Truck weg. Ist das schon der nächste? Ne, ist der neue, glaube ich. Ne, ist der nächste. Infanterie? So. Oh. Aber auch das Grad muss aufpassen. Jetzt könnte er vielleicht sogar einen Hetzer holen. Ah, da kommt natürlich das ATHT dann. Einfach schön. Für einen Kettenbrecher. Gerade auf den Steward, weil er relativ schnell ist. Er hat aber nicht genug Munition dafür, ne? So, da kommt ein Graben. Sehe ich als nicht für sinnvoll, wenn der Gegner vor allem Brandgranaten hat, ne? Muss man sich mal überlegen. Das muss mir auf die kämpfenden Einheiten, bauenden Einheiten was machen müssen. Wenn das Munition hätte, wäre das hier ein gefundenes Fressen dafür, nehmen die ja mehr Schaden. So wird er einfach zusammengeschossen, da muss er ein bisschen Fokus machen und nicht da hier mit einem Trupp auf da drauf oder da drauf. Da ist das Grad auch weg. Das könnte aber hier schon die Flak zerlegen. Aber der ist jetzt relativ ungefährlich, weil er einfach nicht kriegt, ne? Er kann ihn einfach da totkiten und kommt da nicht wirklich weiter. Jetzt sind die zwei anderen Schrecktruppen. Sehr schön. Wird jetzt auch schon die Trucks das versuchen gehen. Und der steht in der Position. Da findet er den Pela auch. So, jetzt die Frage, hat er ihn hier schon gesehen? Zieht er sich zurück? Er zieht, ne, er läuft normal zurück. Müsste aber hier wieder mit der Infanterie schnell Druck machen, auf jeden Fall schnell Druck machen. Einfach, dass der Brite gezwungen ist, hier sein Gebiet zu verteidigen. Oder er verliert halt. Oh, da kommt schon der Churchill. Sehr schön, sieht man auch nicht alle Tage. Ich eigentlich relativ oft. Natürlich gut gegen Infanterie. Ich glaube, das Stampfen suppresst da ein bisschen. Das wollen wir unterschätzen. Jetzt das ATHT da, aber leider ohne Munition. Immer noch ein Problem vom PLA und zwar ein Riesenproblem. Einfach das Einkommen. Ja, er hat zwar ein ATHT da, schön und gut, aber er kann nicht mal einen Kettenbrecher draufsetzen. Ne? Und so kriegt er den halt überhaupt kaputt. Wenn der Churchill mit vorfährt, ne, dann sieht es hier schon auch mal schlecht aus. Jetzt sieht man mal, er macht zwar ein bisschen Damage, aber halt, ne? Und der Churchill ist auch schon nicht schlecht gegen Infanterie, so wie ich das in Erinnerung habe.
Vielleicht wäre ein T1 vielleicht für ein OP vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Das kann er sich wieder ein bisschen Luft verschaffen hier auf der linken Seite. Da ein bisschen cappen. Das spielt er da immer schon am Limit. Wir gucken mal schnell drüber. Wir spickeln einfach mal. Aber auch der Brite spielt hier äußerst am Limit. Das Infanterieblob kostet natürlich auch viel. Jetzt gibt er einen Heal aus. Wichtig, einfach weil der Leutnant und der Captain einfach 0 HP mehr hatten. Und wenn man die verliert mit Wett, ist natürlich richtig bitter. So, die Schreck im Haus schießt ein bisschen weiter. Wie so im normalen Gebiet. Jetzt müsste weit wieder reingehen, jawohl. Da sieht man schon, wie weit die eigentlich schießen, die Jungs. Er muss aufpassen, wenn er sich. Wenn er da jetzt hier einen Treffer auch noch fängt, ne? Er weiß nicht, wie viel Munition der hat. Da kann es auch hier ganz schnell bitter werden, aber da wird es jetzt natürlich raus. Da kommt der geballte Blob nach vorne, mehr oder weniger. Da sieht man sehr schön, ist einfach Auswahlrahmen und dann drauf da. Da wird nichts mehr gemicro, da muss man auch nichts micron, da kann man einfach so drauf. Jetzt einen Kettenbrecher zu machen, wäre jetzt relativ doof. Einfach weil er den eh nicht finishen kann da, weil die Infanterie rausgeschossen wird. Ja, und da wird er echt vertrieben auf kurz oder lang. Es war knapp. Das war knapp. So, der Hetzer kommt gleich aufs Feld, denke ich auch mal, dass er jetzt kommt. Keine schlechte Idee, zusammen mit den Schrecks und dem ATHT könnte es sogar richtig was Gutes geben. Jetzt würde ich vielleicht so machen, die Jungs noch ein bisschen weiter vorkommen lassen. Dann den Kettenbrecher und dann aber auch den Dings rufen, den Hetzer. Da würde ich noch warten, bis ich den Kettenbrecher habe. Für 75 Munition kann man den machen. Ne? Motor zerstört, jetzt kommt der Kettenbrecher. Jetzt müsste der Hetzer kommen. Jetzt muss der Hetzer kommen. Jetzt müsste der Hetzer reinkommen. Schön in die Heckpanzerung rein. Ah, warum hat er da nicht noch. Warum hat er den Hetzer nicht gerufen? Ah, schade, schade. Hat er da sein ATHT verloren? Und die Munition verschwendet für nichts, ne? Natürlich werden wir sagen, ja, da ist Anti-Inf da, hier Piert dabei, aber hätte es wesentlich mehr gebracht, wie was er jetzt da gemacht hat. So. Da kommt das Panzer, T4, alle vom Briten jetzt. Schön mit dem Sniper-Schuss, da muss er jetzt echt raus, muss aufpassen. Nogano. Bleibt da drin. Ei, 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 ei. So, jetzt kommt der Hetzer. Jetzt kommt der Hetzer rein, neben den Spear-Truppen. Und, also, verstehe ich jetzt nicht, warum er das überhaupt gemacht hat. Der Hauptgeschütz zerstört gerade einfach hinterher. Den kann er sich jetzt auf jeden Fall holen. Aber die Flak räumt hier ordentlich auf. Oh, abgeprallte Heckpanzerung. Pech für den Steward. Glück für den Deutschen. Also wirklich brutales Glück. Out of control auch noch. Ah, unfassbar. So viel Glück. So viel Glück. Da hat er ordentlich kassiert. Da hat er ordentlich Infanterie verloren. Und auch noch den Steward verloren. Hätte eigentlich genau andersrum sein müssen, dass der Hetzer weg wäre. Ja, ist natürlich jetzt Glück für den Deutschen. So groß ist das Teil, scheiß Teil gar nicht, ne? Aber sehr schön, wie hier die Federung mitarbeitet in dem Motor, ne? Sehr schön. Company of Heroes halt, ne? Nach wie vor. So. Ja, der Deutsche wieder keine Ressourcen, muss sich ein bisschen mehr drauf konzentrieren. Er kann natürlich keine Upgrades aus. Ich würde vielleicht noch wirklich noch ein T1 spielen versuchen. Und dann auch hier 4-mal Upgrades ausgeben. Direkt mal in die Heckpanzerung getroffen. Wenn oder Gräben gezogen. Oh, ist da? Das war unten am Micron hier. Und was sieht. Ah! Der Trupp! Ah! Das war jetzt bitter. Aber gibt schön Wett durch das Shared Referency. Das heißt, nicht wie beim Ami, die Einheit, wo den Kill macht, kriegt das Wett, sondern auch die Einheiten drumrum. Ne? Ist sie mit den Kommandopanzer? Das ist relativ ungefährdet, aber da prallt auch der Cromwell ab. Jetzt hier mal wieder schöne Angriffe hier. Kann hier so ein bisschen was reißen.
Die Siegmarke darf man ja auch nicht außer Acht lassen. 267 zu 500. Und der Deutsche muss ja darüber. Zumindest mal, um die hier zu negieren. Ne? Also das ist schon eine bessere Position hier für den Briten. Der müsste hier weiter Druck machen. Einfach, dass Deutsche da nicht wirklich weiterkommt. Auch ganz wichtig, die Vierlingsflak reparieren. Einfach, dass Britta dann nicht mal durchkommt, weil wir mit dem Churchill vorfährt, das Ding schön wegräumen, dann kann die Infanterie da in die Basis spazieren. Sehr schöne Mine, sehr schön. Sehr viele schöne Minen. Hätte Pela Munition wahrscheinlich auch Minen legen. So, die Frage ist, hat er das jetzt hier gesehen? Oder läuft er einfach mal durch Zufall hier außen rum? Aber ist hier auch schöne Minen hier. Na, wenn was reinkommt, zack, bumm, Minen, ne? Aber das sieht er ja, glaube ich. Sogar, wir gucken mal rein. Nein, er sieht's nicht, er sieht's nicht mal. Ah, hier das Periskop hätte er ein bisschen früher gebraucht, hätte er es wahrscheinlich gesehen. Da wir gleich mal gucken. Da sehen wir mal, der Hetzer macht halt null Damage an dem scheiß Teil, ne? Das ist halt brutal, das Ding. Na, da traue ich nicht ganz rein, man weiß nie, was da kommt. Ich hätte es vielleicht sogar erst probiert. Infanterie ist ja noch ein bisschen da. Da liegt, werden hier echt brutal viele Minen gelegt. Und da ist er ganz außen rumgelaufen. Also, ein bisschen komischer Move. Jeder andere wäre hier rumgelaufen, aber, ne? So. Jetzt kann er den auf jeden Fall abreißen, wenn er mal anklicken würde. Warum geht er da mit beiden rein? Ich verstehe es nicht. Ah, ja. Mal gucken, wie viel da rausschießen. Zwei Mann. Ohne Schreck. Schießt mit dem Karabiner raus. Ja, schön. Hat er es auch gemerkt, dass das Ding scheiße war, ne? Bam. Den hätte er schon längst abziehen können. Den holt er sich jetzt auch noch. Das Problem ist, dann der Rückzug wird ein bisschen ein Problem sein. So, was hier raus. Weglaufen oder vielleicht dann retreaten sogar. Aber hier wird es echt bitter. Wenn er die auf dem Rückzug räumt, wäre okay. Das war schon das Aufstacheln. W2. Sehen wir sehr schön in dem Aktion. Und jetzt rennt er zurück. Gar mal so doof gemacht hier von Nogano. Da bleibt er ein bisschen doof hängen. Könnte sogar einen Full-Unit-Kill geben. Der wird 1. Trupp könnte sogar. Ja, der wird sterben. Ne, ne, oh, da muss er auch noch vorbei. Eieiei. Der Captain ist hier noch drin. Der Kommandopanzer, ja, wenn der rauskommt, fressigen Besen, Alter. Mit dem letzten Millimeter, wirklich mit dem allerletzten Millimeter kommt er da raus. Knallhart da durchgezogen. Nicht schlecht hochgepokert. Was heißt hochgepokert? War ich eigentlich, was er hat machen können irgendwo. Er hätte sich irgendwann zurückziehen müssen. So, wird es aufgefüllt. Können wir auch mal das HQ wieder reparieren, wenn man eh hier nur rumsteht. Oh, ein Firefly. Ich weiß nicht, warum er da, warum da ein Firefly ruft. Was soll denn kommen? Ein Hetzer würde er dann irgendwann nicht mehr holen, weil der hat schon gegen den hier keine Chance. Da sieht man mal, wie gut eigentlich die Churchills da sind. Es geht ja voll drauf und da kriegt der Pela richtig auf die Fresse. Da gibt's richtig Zunder hier. Eieieiei. Da wird das T4 schon abgerissen. Das würde sich auch jetzt gleich holen. Und dann sieht es ja doch ganz schlecht aus. Dann sieht es ja doch ein bisschen schlechter aus für den Deutschen. Ne? Hat zwar hier die besseren Moves gezeigt, ne? Aber zack, war das T4 weg. Und die 8, die Vierlingsflak. Bitter, bitter, bitter. Bitter. Hat leider ist keine Minen geräumt. Es rückt hier langsam vor, die Infanterie ist ungefährdet. Das Spiel neigt sich ja auch jetzt langsam dem Ende, so wie es aussieht. Also da wird er nicht mehr viel machen können. Vor allem nicht, wenn hier noch Einheiten rumstehen, die eigentlich mitkämpfen könnten. Und er kriegt halt einfach keinen Down. Er macht ja auch keinen Focus Fire. Er macht hier noch ein bisschen Fire auf den Firefly, der das Hauptgeschütz hat. Oh, da hat es einen Trupp zersägt. Ja, das ist ein britischer Trupp. Da ist er in die Flak gelaufen. Sehr schön. Versucht er noch ein bisschen zu überfahren. Der Firefly ist rausgekommen mit viel Glück. Der versucht er zu überfahren. Oh, hat nochmal einen Panzer verloren. Also hier auch wieder schwere Verluste für die britische Armee. Auch müsste er diesmal mitnehmen. Da wollte er gleich den Minenbesuch abstatten. Neuer Cromwell ist schon wieder da. Also der konnte die Verluste gleich wieder ausgleichen. Und ja. Oh, da wird er sich Flak voll kaputt machen.
Schafft das auch. So, und jetzt kann Infanterie halt natürlich rein. Kriegt ja auch schon. Oh. War es das wert? War es den Churchill auch noch wert? Hier ist wieder schwere Verluste hier. Ist er da durch? Ah, er sieht. Nee, da hat er ja aufgetan. Da aufgetan. So, jetzt sieht er hier, dass er hier durch kann. Aber er muss natürlich seine Basis beschützen. Er könnte vielleicht wirklich hier reparieren, wenn man hier auffüllt. Ja. So ein bisschen, man könnte es hier, weiß ich, mit dem Panzer reppen und hochfahren. Weil mit dem kann man so gegen die Panzer eh nicht wirklich ankämpfen. Hier haben wir das schön repariert. Overrepair. Ne, noch nicht mal drin, ne? Aber was er hier immer machen will, ich weiß es halt echt nicht. Ich weiß es halt echt nicht. Wir gucken mal schön wegen der Munition. Ja, Schreck-Upgrade hätte ich hier noch geben können. Das brauche ich, glaube ich, auch. Oder hätte ich fast gemacht in meinem eigenen Gebiet. Schreck-Upgrade und dann hoch. Boah, falls er die Infanterie jetzt so. Ah ja. Oh, Gottes Willen. Ich weiß nicht, was er da hat machen wollen. Warum da die Infanterie? Das ist alles Manpower. Aber jetzt könnt ihr hier den Captain holen. Den Captain kann sich holen. Den mit zwei Captain. Kill den mit zwei Captain. Fokus. Ah, der kommt raus. Wird gleich gehealt. Ah, das ist bitter. Er hielt es noch an. Und da schießen die Panzer hier die Infanterie zusammen, weil wirklich aufteilen. Ah, das ist auf. Ah, der wird zwei. Oh. Hat das Ziel abgerissen. Den Captain hat es erwischt. Wird hier die, es werden hier die Panzer zersägt. Nacheinander, da bleibt er noch drinne. Setzt hier alles auf eine Karte. Die Typen bleiben hier. Oh, nochmal einen Panzer verloren. Den Schirm, den Firefly auch noch verloren. Hier ordentlich viel Infanterie auch noch mitgekillt. Ist auch schön in der Brandgranate stehen geblieben. Hat den W3, der kommt auch noch raus. Ganz, ganz wichtig jetzt. Er sprintet hinterher, will hier noch den Kill machen, aber da kommt er nicht mehr ran. Muss er sich hier wieder auffüllen. Auf jeden Fall alles reinforcen wieder. Jetzt muss er aber aufpassen seinerseits. Die Piat. Ist ja auch eine brutale Waffe, die Piat, ne? Also, sie hat jetzt Blatt nochmal extrem nochmal gerade gewendet. Ne? Da hat er ordentlich, wobei der Deutschland auch viel hat, aber für den Brite war es definitiv teurer. War es definitiv teurer. Er hat kaum noch Einheiten auf dem Feld. Und der Deutsche wird jetzt auch gleich nochmal ankommen mit allem, was er hat. Da irgendwas, auf wo ich mir verstehe, es leider nicht. Also, so schnell kann es gehen, hat sich der Brite vielleicht einen Ticken zu viel Zeit gelassen. Da kommt hier nochmal Felderfahrung. Kann er schneller Punkte erobern. Wäre es vielleicht auch gar nicht schlecht. Wobei ich würde das echt nochmal Druck machen mit allem, was ich habe. Da ist nicht mehr viel da. Da sind gerade nochmal zwei Trupps da. Wir gucken nochmal rüber. Ja, da ist nicht mehr wirklich viel da. Und wenn sich jetzt da aufteilt, dann sieht es ja ganz, ganz eng aus. Jetzt wird es nochmal eine ganz, ganz enge Kiste. Da greift er sich sogar schon ein. Aber auch das wird den Panzer hier nicht mehr beschützen. Oh, wie viel Schaden die machen. Übel, er will er überfahren. Er zieht sich sofort zurück. Hat sich hier ein bisschen Zeit erkauft. Kann er den vielleicht reparieren, aber das sieht man einfach mal. Es kommt nochmal ein Firefly. Warum ein Firefly? Warum ein Firefly? Ich verstehe das nicht so ganz. Er hat keine Panzer. Er wird auch keine Panzer bringen. Hat Angst vorm Jagdtiger. Wäre eine Alternative, aber der PE wird es ja mit der normalen Infanterie machen. Wie weit der Scheißteil sieht, ey. Wie weit sieht er denn? Hat der auf entweder auf die Infanterie geschossen oder auf den Hetzer da geballert? Durch Zufall, ne? So, da kommt wieder der Blob. Der Blob of Doom. Ja, hat er Doppelschrecks eigentlich? Nee, hat er das aus. Man sieht es ja, man kann es ja nicht wirklich erkennen. Doch, ja, er hat Doppelschreck-Upgrade. Ja, ich. Eine Maßnahme, auf jeden Fall, lohnt auf jeden Fall. Also die Siegmarke schon mal zum ersten Mal verliert der Brite hier im Spiel nach 28 Minuten die ersten Punkte. Hier sehr schön auf die Biene gelaufen, aber schön mit drei. Nochmal, das war teuer. Den würde ich vielleicht sogar zurückziehen, genau, und hat auch nicht Health verloren. Den vielleicht sogar auch. Aber da will er echt nochmal hier sich da irgendwas holen. Das läuft ja mal. Hier werden überall Minen gelegt gegen den Blob. Ah, da wird er nicht viel Chance haben hier dagegen. Jetzt fährt er nochmal rückwärts weg. Aber die treffen halt auch mit dem W3 und W2 da an die übelste Genauigkeit. Lockt er sich hier sehr schön in die Minen rein. Das könnte gerade das Ende für den Trupp bedeuten hier.
lässt der Schreck fallen und er sieht's nicht, er sieht's nicht, er muss den Schreck muss er aufheben. Der will sich den Panzer aber holen, er muss die Schreck hier aufheben. Ah, jetzt muss er sich zurückziehen und lässt die Schreck da. Warum sieht er das denn nicht? Nochmal, nur zwei Schrecks nochmal da gelassen, drei Schrecks hat er da gelassen und ein Full Unit Kill. Das war jetzt zwei Full Unit Kills. Drei Schrecks dagelassen. Das ist natürlich richtig bitter. Da freut sich der Brite natürlich ungemein. Wobei, so viel Infanterie da gar nicht mehr. So. Jetzt kann er mal einen Panzer holen. Der hat direkt auf die Mine gefahren. Ja. Au, 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 au. Das war teuer, auch für den Deutschen. Zwei Full Unit Kills und Schrecks dagelassen. So, jetzt kommt ja mal ein Churchill Crocodile gegen Infanterie. Richtige Entscheidung. Ich kenne mich damit in Einheit auch nicht so aus, was war denn ein Churchill Avre oder wie das Avre, wie das Ding heißt. Wäre vielleicht auch nicht ganz so schlecht gewesen. Genau, haben wir das 290 mm Geschoss, ne? Wir müssen Mörser praktisch. Relativ nice. So, jetzt kommt der geballte Angriff hier. Die Panzer sind ja zerstört und jetzt hat der Brit natürlich ein kleines Problem, weil er einfach einen Crocodile gerufen hat, wo die Verhältnisse natürlich jetzt prädestiniert sind dagegen. Da bloppt er jetzt wieder und killt sich fast nochmal zwei Truppen, aber muss die Schreck hier aufheben. Da wäre ich noch drin geblieben. Er muss die Schreck hier aufnehmen. Ganz, ganz wichtig. Nimm doch die Schreck. Ah, er kann es ja nicht. Zurückziehen, sofort hier zurückziehen. Jawohl. Die Hetzer, Fokus war hier auf den Churchill Crocodile. Ah, da kassiert er richtig dicke. Da kassiert er richtig dicke. Und da war es auch das damit geschehen. Da hat er jetzt soweit alles verloren. Er kann auch nichts mehr machen. Ei, 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 ei. Ja, gibt auch, glaube ich, schon auf. Das sieht man mal. Beim Deutschen steht schon nur noch ein Basisgebäude. Inklusive dem Hauptquartier. Also zwei im Prinzip. Zwei Basisgebäude. Und, ja. Die Schrecks haben ihn gerettet. Der Schreck-Spam. Ja, da hat sich der Brite zu arg Zeit gelassen, mit der Basis zu zerstören. Wollte das machen. War nicht schlecht. Hat, finde ich, das Early Game auch dominiert durch sein schönes Brennspiel. Aber wie so oft in COH wurde der Sack einfach nicht zugemacht, als man die Chance dazu hatte. Von dem her, schönes Spiel, schön ungewöhnlich. Ist ein bisschen ein Spam-Ausgabe auf beiden Seiten, aber trotzdem schön. Bei den Briten würde ich sagen, Makro-Fehlentscheidungen, die ganzen Panzer. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Hat er gedacht, ey, da kommt ein Jagdpanther. Der Jagdpanther ist zwar ein guter Panzer, aber nicht der Überpanzer, sage ich mal, zum Panzer vernichten. Da ist der Tiger oder der Königstiger definitiv besser. Außerdem hat man ja noch Piat und so weiter. Und das hat ihn das Spiel gekostet. Er konnte die Grenze einfach nicht mehr abwehren, hat alle Panzer verloren, zweimal im Prinzip. Und das hat ihn definitiv das Spiel gekostet. Somit hat er ihm, hat der Brite dem PLer den Sieg geschenkt, meiner Meinung nach, indem er Panzer gebaut hat. Und ja, somit PLer gewonnen. Ne? So, hoffe, euch hat's gefallen. Wegen der Schwaben Fight Night geht es jetzt langsam in die entscheidenden Planungsphasen. Ich werde mich wahrscheinlich nächste Woche mal ransetzen. Wir haben jetzt hier Donnerstag, den 24. April. Denken wir nächste Woche. Ende nächste Woche werde ich vielleicht mal einen Termin bekannt geben, wann wir das machen. Und ich hoffe, es melden sich viele Leute. Und ja, wir sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschö, tschö. Grüße aus dem Süden.